Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Brotherhood. Okay. So, ich will nochmal schnell... Achso, wir können ja oben zum Turm rein. Ja, okay, da hat man auch einen Tabenschlag gehabt. Naja. So. Okay, wo ist... Ah, hier drüben. So, das müsste Asin sein. Ja. Okay. Die haben wir jetzt ganz schön gelevelt, Alter. Die ist jetzt schon Level 5, die war Level 2. So, er braucht noch... So, die brauchen noch knapp 1000. Okay. Der müsste dann komplett voll sein. Der müsste auch voll sein. Der kommt nicht ganz hin, dem fehlen noch ein paar. Sie kommt leider auch nicht ganz hin. Sie auch nicht. Okay. Aber die zwei müssen dann vollwertige Assassinen sein. Okay. Dann 20 Minuten müssen wir uns starten. Na, 73%, nee, das ist mir zu... Okay, gucken wir mal weiter. Das ist auch noch ein bisschen zu heavy. Nein. Da, damit hätte ich es vielleicht schaffen können. Das wird ja mal weniger. Na, 78%. Wir probieren es einfach.
Nun gut. Banken haben wir alle, Kunsthändler fehlen uns noch etliche auf. Die Rose haben wir, Diebesgilde, Kaserne. Okay. So. Edle Herren, nur ein kleiner Aufpreis für mein... Okay, dann haben wir hier erstmal wieder komplett, das sind Geschäftsaufträge. Schade, schade. Das wäre richtig, das Stocko, das wäre gut gewesen, kleine Waffen. Armbrusthammer, Munition. Okay. Dreieck, Totemshammer. Eine Fia, dann wird ihr also nur so gewöhnlich. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft zur Kunst. Okay.
jetzt ja nichts, wo ich Plakate wegnehmen können oder so. Echt nicht. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Okay. Ja, müssen wir jetzt mal kurz schauen. Okay, okay, nehmen wir an. So. Ich wusste gar nicht, dass die Wache jetzt eine neue Art Büchsen einsetzt. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. So, ob Machiavelli dahinter steckt, werden wir gleich sehen. Glaube ich zumindest.
Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Leute hier umgeritten. Was anonym werden. Okay. Für Getreide.
Ich bin doch anonym, oder? Ich bin doch anonym. Okay. 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 Ja, muss ich dann halt jetzt nochmal von vorne machen. Also bleibt mir jetzt ja nichts anderes übrig.
Ja, keine Ahnung, was das jetzt eben gerade war. Verstand verloren? Zu tun. Ignoriert mich einfach. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Ich hab nichts damit zu tun. Ignoriert mich einfach. Sieht eher riskant Okay. So. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Ezio Auditor. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin.